schreiben das Jahr 1914. Der Thronfolger Österreichs ist ermordet worden. Das bedeutet Krieg. Deutsche Männer, seid bereit. Leistet euren Fahneneid. Deutscher Jüngling, auf zur Tat. Reihe dich ein und werd Soldat. Leute, hier gibt's nichts zu gaffen. Auf zur Tat und zu den Waffen. Lang kann es nicht dauern mit dem Krieg. Weihnachten werden wir wieder daheim sein. Da ist ja unser Bankier. Kommen Sie, investieren Sie. Das deutsche Kaiserreich braucht Sie. Wir wollen siegen und benötigen bessere Waffen als unsere Gegner. Oktober 1914. Liebe Eltern, 63 Stunden waren wir mit dem Zug unterwegs an die Front. Wir hören schon den Kanonendonner. Jetzt wird alles ausgeladen, es geht weiter zu Fuß dem Feind entgegen. Wir sind guten Muts. Im nächsten Brief kann ich sicher unseren ersten Sieg vermelden. Euer Sohn Georg. Oktober 1914. Lieber Georg, du dienst unserem Kaiser und dem Vaterland. Das ist eine große Ehre. Wir sind sehr stolz auf dich. Schreib bald wieder. Es grüßen dich deine Eltern. November 1914. Liebe Martha, endlich habe ich Zeit, dir zu schreiben. Doch ehrlich gesagt, fehlen mir die Worte. Wie soll ich den Gefechtslärm schildern? Er dröhnt selbst nachts noch in unseren Ohren. Außerdem glaube ich nicht, dass wir bis Weihnachten gesiegt haben. Der Feind ist stärker als gedacht. Bitte antworte bald. Dein Verlobter, Albert. Dezember 1914. Liebe Eltern, die Front bewegt sich keinen Meter vor oder zurück. Es ist ein Stellungskrieg geworden. Der viele Regen macht uns zu schaffen. Er stinkt nach Schlamm, Schweiß und Kot. Könnt ihr mir bitte Kölnisch Wasser schicken? Euer Sohn Georg. So ein Krieg ist ein Glücksfall. All die U-Boote, Kanonen, Gewehre und Uniformen, die gekauft werden müssen. Jetzt soll auch noch Giftgas eingesetzt werden, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit. Es wird eine Materialschlacht werden. Von 20. Januar 1915. Mein lieber Albert, ich habe lange nichts von dir gehört und mache mir Sorgen. Wir spüren jetzt auch hier den Krieg. Die Lebensmittel werden rationiert und immer mehr Frauen müssen in der Rüstungsindustrie arbeiten. Wie soll das nur weitergehen? Deine Verlobte Martha.
19. Februar 1915. Liebe Eltern, bitte entschuldigt meine zittrige Schrift. Außerhalb der Schützengräben sehen wir nichts weiter als Krater. Kein Baum steht mehr. Alles ist kaputt. Viele Grüße, Börse und Georg. März 1915. Lieber Georg, die Zeitungen sind voll mit den Namen der Gefallenen. Wir können nicht mehr schlafen und beten Tag und Nacht für dich. Du musst kein Held sein. Viel wichtiger ist, dass du zurückkehrst. Es grüßen dich deine Eltern. April 1915. Sehr geehrtes Fräulein Maurer, heute muss ich Ihnen die traurige Nachricht übermitteln, dass Ihr Verlobter Albert Kirch beim Einschlag einer Granate den Heldentod fürs Vaterland erlitten hat. Er war ein tüchtiger Soldat, der seine Pflicht bis ins Kleinste exakt erfüllt hat. Wir bedauern seinen Verlust sehr. Gott tröste sie in ihrem Schmerz. Gezeichnet, Leutnant Müller im Auftrag des Kompanieführers. Schreiben das Jahr 1918. Der Krieg ist zu Ende. Wir haben reiche Ernte eingefahren, ich und er. Man muss investieren, wenn das Blut auf den Straßen klebt.